mit wem ich Team werde und so weiter. Die Information bekommt ihr natürlich noch. Ich werde euch das jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es natürlich schon und mein Teampartner oder meine Teampartnerin weiß es auch schon. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Get Down. So, das war's nicht Ender Games hier. Wir sind hier schön bei Get Down und ich habe tolle, du Sau, ich habe tolle Neuigkeiten für euch und zwar Leute, die gerne Varro oder Titan geguckt haben, die können sich freuen, denn ich werde wieder in der neuen Titan-Staffel mit dabei sein. Mit wem ich Team werde und so weiter, die Information bekommt ihr natürlich noch. Ich werde euch das jetzt noch nicht sagen, ich weiß es natürlich schon und mein Teampartner oder meine Teampartnerin weiß es auch schon. Aber wer es genau ist, das könnt ihr ja schon mal in den Kommentaren herausfinden. Ja, so, jetzt erstmal die Neuerungen, würde ich sagen, von Titan 2 zu Titan 1. Ja, ich glaube, das ist ganz interessant. Und zwar, wir sind jetzt keine 20 Spieler mehr. Wir sind jetzt 40 Spieler oder sogar mehr. Also es sind auf jeden Fall mehr als 40 Spieler in der Skype-Konfi. Es ist wirklich ziemlich krass, was auf die Beine gestellt wird oder beziehungsweise wurde vom lieben The Waste Team. Also wirklich meinen größten Respekt dafür. Es wird wieder, wie gesagt, eine gebaute Map geben und so weiter. Und einen Trailer dazu gibt es auch bald. Denn das ganze Projekt startet nicht erst in ein oder zwei Monaten. Nein, das ganze Projekt startet Ende Oktober. Und ich freue mich einfach so ultra drauf, mit euch einfach wieder eine Round Titan zu spielen und einfach mal diesmal zu hoffen, weiterzukommen als sonst. So, ich bin jetzt mal runtergegangen hier, weil ich wollte jetzt nicht instant, dass dieser Danny PvP-Gamer der erste hier unten ist. Und dafür habe ich ja auch noch 5 Coins bekommen. Gut, ja, das sind so mal die größten, ich sag mal so, die größten Erneuerungen, die wir so haben. Also die höhere Spieleranzahl, das komplett überarbeitete neue Modpack, weil, wie ihr wisst, läuft Titan ja nicht über Vanilla, sondern das Ganze ist wirklich ein Modpack-Projekt, das zusammengestellt wurde und das ist wirklich ziemlich cool. So, erstmal hier rüber, so. Nice, lucky. Lucky Block. So, nochmal ein Lucky Block, das ist schön. Das ist schön, dann können wir uns ein bisschen weiter nach unten begeben, weil auf dieser Map, finde ich, sind nicht so krass viele Dinger da. Was habe ich denn? Regeneration. Hui, so, hier drüber. Gut. Manchmal habe ich so kleine Lags irgendwie. Ich hoffe, ihr merkt das nicht allzu stark. Ey, komm her. Okay, so. Oh, da sind... Oh mein Gott, guckt euch das mal an, wie viele hier sind. 1. Ja, gut. Hab ich gesagt, dass wenn ich auf einen Block draufgehe, dass der dann zerstört wird? Vielleicht war das ein TNT-Block. TNT-Blocks verschwinden dann. Aber das ist natürlich kacke. Da waren jetzt so viele Blöcke. Ich hätte jetzt so viele Coins abfarmen können. Das haben die bestimmt mit Absicht gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das... ein Bug ist. Leider. So. Oh, da wurde ich getötet von Cleon. Ja. Also wie gesagt, das sind die Erneuerungen von Titan 2. Ende Oktober ist der Starttermin. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer ihr glaubt, wer mein Teampartner ist. Und vor allem, wer glaubt ihr, Moment so, bei wem ihr das Projekt verfolgen werdet. Also bei wem habt ihr so das Gefühl, okay, bei dem werde ich Titan aktiv verfolgen? Mich würde es echt mal interessieren, weil da ja Geschmäcker echt unterschiedlich sind. Es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, sie gucken es lieber bei dem und dem oder dem und dem. Da würde es mich echt mal interessieren, wo guckt ihr eigentlich aktiv Titan?
nicht irgendwelche anderen Projekte, sondern einfach nur, wo ihr aktiv Titan guckt. So. Ja. Das schon mal vorab. Ich hoffe, dass die Audioqualität jetzt auch ein Stück weg besser ist als zuvor jetzt immer, weil ich kann jetzt ja auch mit Audacity aufnehmen. Das ist ja auch der Grund, warum das Ganze jetzt vielleicht nicht mehr so arg halt. Und das ist dann vielleicht ziemlich Porno so. Aber ich habe ja keine Ahnung, ob euch das aufgefallen ist oder nicht. So, hier muss ich aufpassen, weil hier kann man ganz leicht in irgendein Loch fallen und nicht mehr rauskommen. Das hatte ich jetzt schon weiß nicht wie oft. Das ist dann so der Abfuck, kann ich euch sagen. Dann gehen wir mal hier auf den schönen Block hier. So. Schön, super. Okay, aber das war jetzt ein TNT-Block und der ist nicht verschwunden. Vielleicht, was wirklich... Jo, Thomas, nice. Egal, mein Ziel ist es nicht runterzukommen, sondern mein Ziel ist es, ganz, ganz viele von diesen Blocks hier zu sammeln. Ob das klappt oder nicht, das werden wir noch sehen. Vielleicht, ich weiß ja auch gar nicht. Ich finde das schade, man sieht nämlich hier nicht so ganz, wie viele Coins man schon hat. Ich glaube, das wird einiges erleichtern. Wenn man dann sagt, okay, man hat jetzt echt schon einige, dann geht man vielleicht eher runter oder so. Es hat halt auch was, also das Spiel ist ja im Prinzip ein Ego-Spiel. Hier teamt man ja auch nicht oder so. Und wenn man dann genug Coins für sich selber gesammelt hat, dass man dann halt runter geht oder so. Okay, Chill Outy ist ganz unten. Hui! Er schreibt Hex, okay. Und es kommt noch eine Map namens Edgar. Hä? Hatten wir nicht schon drei Maps? Oder ist... Ach nee, ich glaube, das ist jetzt die dritte. Ich glaube, die erste war Mario. Jetzt die Map. Oh mein Gott, ein halbes Herz. Nice. So. Ein Herz. Oh ja. Dass ich da nicht weit komme, das war mir klar. Vor allem, ich mag die Map so, wie sie gebaut ist, aber ich mag die Map nicht von der Verteilung der Blöcke hier. Also die hat ganz, ganz strikte und ganz, ganz wenig von diesen Blöcken. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. So, gut. Weil hier zum Beispiel, wenn man sich jetzt mal umguckt, so viele gibt es hier gar nicht. Ich sehe hier gerade keinen einzigen. Außer da unten, da ist einer. So. Versuche ich mal dahin zu kommen. Denn mit meinem Teampartner werde ich ja auch ein bisschen trainieren. Und das auch in Videos oder Streams oder mit meiner Teampartnerin. Wie gesagt, man weiß ja nicht, wer es ist. Man weiß es ja nicht. Und ich werde halt dann einfach versuchen, in diesem Titan wirklich ein bisschen mehr zu rasieren. Wir haben ja im letzten Titan keinen einzigen Kill gehabt. Und waren auch teilweise sehr, sehr... Ich würde nicht sagen langsam, aber wir waren jetzt auch nicht unbedingt die schnellsten. Ja, also was so Farmen angeht und so weiter. Ich muss sagen, es war auch mein erstes PvP-Projekt in dem Sinne. Also natürlich, das alles hier ist ja auch PvP. Ist ja auch auf der einen Art ein Projekt, aber das war so ein Team-Battle gegen andere gute PvP-Spieler wie Fabo, Mr. Morgan und so weiter. Das sind ja alles mega gute Spieler. Und da ist es halt dann für mich so, dass ich sage, yo, da habe ich ein bisschen Angst vor. So, genau, ein Steinschwert, das verzaubere ich jetzt gleich. Dann hole ich so ein zusätzliches Herz noch und dann hole ich mir noch Nahrung. Das sind auch zwei Münzen aus Steak hier. So, das müsste reichen. Dann gehe ich mich jetzt mal enchanten hier. Bei Stufe 2, da werden, glaube ich, zwei Level abgezogen. 1, 2, 3, ja, dann müsste sich das ausgehen. Erstmal das Schwert. Schärfe. Bann. Rückstoß. Schärfe. Rückstoß und Nemesis ist der Gliederfüßler. Ja, jetzt auch nicht unbedingt so geil. Schutz. Dornen. Okay. Schutz und Explosionsschutz. Okay. Auch nicht unbedingt das Beste hier. Wir haben noch ein Coin. Kann man das für irgendwas ausgeben? Ein Coin, komm schon. Ein Coin. Nein, leider nicht. Wir haben ein Rückstoß 1 Schwert. Das kann uns die Leute weghalten, aber ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Wir sind aber auf Schutz verzaubert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Die hat ja gar nichts hier. Oh, oh. Nein, eben da ist dieses Knockback-Schwert halt echt scheiße dafür.
Den habe ich. So. Jetzt komme ich mal mit dem Schwert hier ein bisschen an. Weil ich meine, das Steinschwert ist zwar besser, aber dann sehen die nicht gleich, dass ich vielleicht... Warum bleibt der denn stehen? Warum bleibst du denn stehen? Der ist ein bisschen verwirrt. Alter, wie verwirrt war der denn jetzt? Okay, so. Ich mach das Schwert mal hier hin. Erstmal die Karotte. Oh, da ist ein normales Schwert. Ja, super. Das mache ich jetzt daneben. Dann kämpfe ich lieber mit dem. Was bringt mir hier so ein Rückstoßding? Bringt mir ehrlich gesagt ja gar nichts. Er hat Flamme oben. Was geht bei dem ab? Alter Schwede. Scheißdreck. Wie komme ich denn jetzt zu dem hin? Der muss ja im Prinzip, ich denke, er ist low. Weil ich habe ihn ja einige Mal getroffen. Aber ich weiß es ja nicht. Ich kann nicht so... Ich kann das nicht so gut einschätzen. Der da hat einen Goldapfel gegessen. Dann gehen wir mal hoch zu dem. Aber das mit dem Bonusherzen ist echt super. Also... Ey, was bringt sich das denn, wenn er mich ständig runterboxt hier? Ja, ohne Witz, Alter. Dann bleibe ich gleich unten. Jetzt ist der Typ auch runtergegangen. Geil. Ich bin nicht alleine hier oben am Schiff. Für immer. Hol ich mir hier mal ein bisschen Eaten. So, nice. Okay, komme ich hier runter eigentlich? Ich weiß gar nicht, ist hier jemand? Hallo, ist hier jemand vielleicht? Vielleicht kann man auch hier irgendwas Special-mäßiges machen oder so. Nee, kann man nicht. Schade. Das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Oh, die teamen. Okay. Alter, das ist... Junge, das ist verboten, ey. Aber vielleicht checkst du es ja nicht. Aber ich habe ein Knockback-Schwert. Vielleicht kann ich ihn trotzdem irgendwie wegbekommen. Alter, wie dreist ist das denn? Dass die hier Team im Deathmatch. Ist das deren Scheiß Ernst? Ist... Okay, Leute. Ohne Witz. Ich habe jetzt keine Zeit, noch eine Runde aufzunehmen. Das Video muss heute noch pünktlich online kommen. Aber die zwei... Dieser Blackie Brownie und dieser Zeurox, das werde ich auf jeden Fall dem Team melden, weil ich finde das so erbärmlich, dass man teamen muss, obwohl hier groß steht, Deathmatch, Teams verboten. Also ich hau jetzt einfach ab und renne denen jetzt einfach die ganze Zeit davon, du, ich habe da keine Lust mehr. Einer schreibt, wieso teamt ihr? Keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, ob man nur im Deathmatch teamen darf oder nicht, du, es ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ich hau da jetzt erstmal ab. Ich habe keine Lust, gegen die Leute noch zu kämpfen. Ist mir ehrlich gesagt zu viel Stress hier. Zu viel Stress. So, ich bin nämlich gerade ziemlich weit weg. Okay, der hüpft da drüber. Und jetzt hau ich aber hier mal ab. Tschüss. Hab jetzt keine Lust mehr. Ich hau ab. Weil dieses ewige Hin und Her und Hin und Her, das ist nervig. Einfach nur nervig und darauf habe ich keine Lust. Heißt, ja, ich muss abhauen. Die sehen mich ja da. So, den haben wir jetzt gekillt. Ohne Witz, jetzt können die wenigstens nicht mehr miteinander teamen. Aber Alter, nervig hoch 100, wie die immer miteinander kacke Team hier. Ich meine, hier steht groß Teams verboten. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt wirklich nur im Deathmatch gilt. So, ich gehe jetzt weg und regeneriere wieder eine Round. So, ich hau ab. Oh, dieser Typ, ne? Der fuckt mich sowieso am meisten ab. Dieser Scheißkerl, ey. Ah, töte mich. Bitte, töte mich. Dann ist es endlich vorbei. Vielleicht kann ich da jetzt noch was machen. Abstauben oder so. Ich habe anders nämlich keine Lust mehr drauf. Da, hier, kill ihn. Kill ihn. Ich booste dich gerne zu ihm. Nee, ich hau dann nochmal ab. Und ich könnte jetzt auch abstauben, aber keine Ahnung. Das ist halt echt scheiße, wenn ich jetzt abstauben würde. Das wäre halt echt ein bisschen peinlich. Nee, du Leute, weißt du was? Ich gehe
Und dann werde ich schauen, inwiefern wir das dann da noch irgendwie gebacken bekommen. Einer hat geschrieben, ich campe nur, deswegen gucke ich jetzt auch in den Häusern, ob da irgendwie ein Typ ist. Weil ich glaube nicht, dass er an Land, ob das jetzt an Land so gut geht. Da hinten ist jemand. Ich habe auch, ja. So, gut, den haben wir. What the fuck? Warum hat er die Kiste vom Get Down Shop? What the fuck? So. Ah, okay. Ich glaube, man muss hier einfach so viel essen, bis man dann hier hochkommt. Warte. Scheiße. Ich brauche die Kiste, weil dann kann ich mich hochbuggen. So. Nice. Er hat ansonsten keine Sachen mehr. Die drei Spieler leben noch, die anderen zwei halt und ich. Wir haben jetzt noch über eine Minute. Das heißt, es ist quasi schon ein Deathmatch. Oder es ist dann halt in einer Minute zu Ende. Ich hoffe es natürlich nicht. Ich gehe jetzt mal nochmal zum Strand. Vielleicht kann ich ja irgendjemandem helfen oder so. Und ja, ich muss sagen, wir haben in der Runde schon einige Leute gekillt. Und es war auch echt, finde ich, eine ganz coole Runde. Bis auf die Leute, die dann halt meinen, ja, sie müssen teamen oder so. Fand ich jetzt auch nicht gerade so toll. Aber du, das ist nicht meine Entscheidung. Hatte der nicht. Ich hatte doch eigentlich ein Eisenschwert mit Schärfe, oder? Hatte ich das nicht? Scheiße. Naja. Er scheint. Was ist das denn für eine provokante. Naja. GG. War jetzt kein Good Game, muss ich sagen. Aber. So was Provokantes. Warum dann immer easy schreiben? Das verstehe ich nicht. Ich meine, hier hat ja keiner gewonnen. Hier hat ja keiner gewonnen. Warum? Warum? Ey. Ich finde, die sollten auf unserer Winside-Server genau das gleiche einfügen wie auf dem Gommis-Server. Einfach dieses typische Easy-Verbot. Vor allem, Zeurock schreibt Easy und Blacky Brownie 1 schreibt ist so, obwohl Blacky Brownie die ganze Zeit abgehauen ist und ich sogar diesen Typen noch gekillt habe, obwohl die geteamt haben, ich alleine war. Und eigentlich die total im Vorteil waren. Ich meine, die hatten mich ja auch dann fast. Aber dann habe ich dem einen nochmal gegeben und dann war es das. Ich habe die Runde sowieso jetzt ein bisschen zusammengeschnitten. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch die Runde gefallen hat. Und solche Spieler, wisst ihr, ich glaube, ich mache da echt mal ein Video drüber, über so respektloses Verhalten mancher Spieler. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Macht's gut und ciao.